Guten Abend, schön sind Sie dabei bei 10 vor 10. Wir blicken in die USA. Und was heißt das für die kommenden Wahlen? Das fragen wir in unserem Fokus. Und außerdem. Und zum Schluss Schlamm überall. Selbst wer die Gummistiefel eingepackt hat, darf nun nicht mehr aufs Gelände. Das berühmte Wacken Open Air in Norddeutschland wurde durch die starken Regenfälle so stark verschlammt, dass tausende Metal-Fans jetzt wieder umkehren müssen. Die Konzerte besuchen können nur die, die es noch aufs Gelände geschafft haben. Jeremy Erb und Sofika Yogarasa. Mehr Informationen zu den Listenverbindungen finden Sie auch bei uns online unter srf.ch/news oder auf der SRF News App. Und noch eine weitere Meldung aus Bundesbern. Das EDA gibt heute Abend bekannt, 10 Schweizer Staatsangehörige haben nach dem Putsch das Land Niger verlassen. Sie haben von einer freiwilligen Ausreisemöglichkeit Gebrauch gemacht. Wer schafft den Sprung ins Parlament? Und welche Parteien erhalten bei den Wahlen im Herbst wie viele Sitze? Um ihre Wahlchancen zu erhöhen, reichen sich viele Parteien strategisch die Hand. Konkret, sie gehen untereinander sogenannte Listenverbindungen ein. Selina Schnieder sorgt für die wählende Bevölkerung für Ja, so viel aus der Welt und aus dem Schlamm von uns. Danke für Ihr Interesse und bis hoffentlich morgen wieder um 10 vor 10. Einen schönen Abend noch. Ade miteinander.